Ja, die, die sich vielleicht gedacht haben, so, oh, ist ja langweilig, das ist ja das Gleiche. Wie soll denn ein unterschiedliches Ergebnis rauskommen? Hier seht ihr jetzt, komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mit den einzig wahren Sizzle Brothers. Gott, wir sind ein bisschen aufgeregt. Ihr seid aufgeregt. Das Geile ist nicht, wir chillen schon gefühlt seit 3 Stunden, weil ich alles vergessen habe und dann hier zu spät. Und die wissen noch nicht, was wir machen. Ihr wisst natürlich, was wir machen, weil ihr es im Titel gelesen habt, aber ihr wisst nicht, was wir machen. Ja, wir sind hier einfach hergekommen und haben jetzt einen guten Glauben an dich. Ja. Ich hoffe, wir müssen nicht verlieren. Ihr verliert hoffentlich nicht, denn wir werden heute spielen, wenn ich so sagen kann, 1000 Euro, wer die Sizzle Brothers im Grillen schlägt. Ja, und das machen wir nicht irgendwo, sondern im türkischen Grill. Es wird gleich so ablaufen, dass wir einfach reinspazieren und ich werde irgendeinen Griller fragen, ob er Bock hat, das Cash habe ich in der Tasche, um Tausender gegen euch zu grillen. Ist nicht dein Ernst? Doch, doch, ist mein Ernst. Julian, streng dich bitte an. Ja. Und die zweite Runde werde ich gleich erst sagen. Erste Runde machen wir ganz basic. Es geht wirklich nur darum, und viele haben sich das gewünscht in den Kommentaren, wir nehmen wirklich den exakten Vergleich. Das haben wir eigentlich wirklich nur ein geiles Stück Fleisch, was wir auch auf Halal-Basis beim türkischen Schlachter geholt haben. Und ihr werdet exakt das gleiche grillen. Und wir werden schauen, grillt ihr das Ding natürlich einfach geiler als die oder nicht. Ey, ungelogen, jetzt mal ungelogen, guck mal. Ja, da, die haben Ruf zu verlieren. Es ist so wie bei Bernd Zehner, weil die müssen performen jetzt hier gegen so einen random Griller hier vorne, weil was ganz gut aussieht bei euch auf dem Kanal. Wunderbar, hier noch ein bisschen Sizzle-Gewürz drauf und so. Alles super, aber wenn auf das schmeckt, das ist die Frage. Ja, das einzig Gute ist, im Zweifel kann ich es machen wie Tim Melzer und wir können sagen, naja klar, es hat keinen Geschmack. Nee. Aber ich kriege die Bock drauf, aber es ist tatsächlich gerade vom Feeling so wie damals Führerscheinprüfung. Ja. Ist so, fühl dir ein bisschen Stuhl in die Hose gegangen, ne? Ah, Scheiße. Darf man ja sagen. Arsch 2O sagt man auch. Ja, Arsch 2O, ja. Ja, also wir gehen spontan rein. Es kann auch sein, dass sie keinen Bock drauf haben. Dann müssen wir zum nächsten Grill gehen. Und vielleicht sehen wir uns auch am anderen Tag wieder. Aber das ist das Format. Wir fragen einfach, wer hat die Eier, gegen die zwei Max hier anzutreten. Geil. Ich bin gespannt. Gut, ne? Wir haben aber auch kein Equipment mit uns. So brauchen wir nicht, ne? Ihr braucht nichts. Ich habe keinen Thermometer. nein, ja, kein Thermometer. Gleiche Bedingungen, wie sie alle haben, die, keine Ahnung, keine Profi-Griller sind und ja, unfaire Mittel benutzen. Er guckt schon. Er denkt sich auch, Gott zur Hölle. Servus, ihr Lieben, grüßt euch. Na, alles gut bei euch? Ja. Wir drehen ein YouTube-Format und würden gerne, dass ihr mitmacht. Hättet ihr Lust mitzumachen? Also ich sag dir kurz nur, worum es gehen würde. Ne? Könnt, warte mal, ich zeig dir mal eben. 1000 Euro gewinnen. Und das Format wird heißen, 1000 Euro, wer die Sizzle Brothers, das sind die beiden guten Herren, im Grillen schlägt. Wir haben Fleisch mitgebracht, ihr haut das auf den Grill. Wer macht das bessere Steak? Ist eine kurze, knappe Sache. Und wenn ihr gewinnt, kriegt ihr 1000 Euro fürs Team. Aber noch nicht auf dem Grill, oder? Ja, doch, nein. Doch. Das könnt ihr ja noch ein bisschen vorbereiten. Scheiße. Das Ding ist wirklich, du musst Temperatur richtig gut kontrollieren können. Ne? Und das ist du wirst gewinnen, ja? Würdest du antreten? Chef ist nicht da, ne? Chef ist nicht da, aber macht nichts. Aber ich gehe noch 1000. Ja. Ja. In einer Stunde wiederkommen, hast du nicht erreicht. Dann müssen wir erstmal zum nächsten Grill fahren und gucken, ob jemand die Entscheidung treffen kann. Zeig doch jetzt mal Eier. Scheiß auf Chef. Mach einfach. Triff Entscheidung. Chef, wo bist du? Du hättest die platt gemacht, glaube ich. Ja. Dann kommen wir gleich wieder, gucken oder wir gehen erst mal woanders. Kommen wieder eine Stunde, halbe Stunde, eine Tee trinken. Dann ist Chef da? Ja. Okay, gut, wir gucken. Wir ziehen erstmal einmal weiter. Ich hoffe. Okay. Bis gleich. Ja. Tschüssi, ciao. Das ist das Format, Leute. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wir müssen zum nächsten Grill. Ey, ich sage dir aber jetzt mal im Ernst, ne? Mit diesem Grill, das ist eine super Herausforderung. Ist die Herausforderung? Das ist knallhart. Ja, aber das ist knallhart. Weißt du, wie ich mir euch nämlich vorstelle? So nach außen seid ihr ja so gefühlt so einfach die absoluten Experten. Und ich so als Laie denke mir, die halten eine Hand drüber, messen Temperatur, zack, sehen, okay, so viel Abstand zum Feuer, zack, legen drauf, wissen genau, das muss 2,5 Minuten, umdrehen, zack. Aber so ist es nicht, ne? Nee. Doch. Nee. Wirst du gleich sehen. Ja? Aber er war sehr siegessicher, deswegen hätte ich voll Bock auf ihn gehabt. Er war sehr siegessicher, ja. Ja, komm, dann stoppen wir. Wir sehen uns gleich beim nächsten Grill oder wieder hier. Okay, also ich habe eben zu den Jungs gesagt, diesmal hole ich direkt Scheine raus, weil ich glaube, dann sind die aufmerksamer. Und dann versuchen wir mal unser Glück jetzt. Moin, mein Name ist, grüß euch. Hi, ich bin Freund der Familie in Hamburg beim Urfak. Ich habe da oft bei Türko und so Video gemacht. Und wir drehen heute ein YouTube-Format. 1000 Euro, wer die beiden Jungs im Grillen schlägt. Ich weiß nicht, tatsächlich gehe
Ja, wir haben Halal-Fleisch vom Halal-Schlachter mitgebracht. Und es geht einfach nur darum, ihr wählt einen Griller aus, euren besten Griller, weil das sind Grillprofis. Und wer schlägt die im Grill? Unser Meister grillt und die beiden grillen, oder wie? Ganz genau, ja. Ihr habt Heimrecht, ihr wisst, wie das hier läuft. Die sind eigentlich hier, werden reingeworfen in den Topf, wissen gar nicht, was abgeht. Die zittern auch schon, er hat Angst. Zeig mal deine Hand, zeig deine Hand, Julian. Ich sag dir gleich Bescheid, ja? Sag mir Bescheid und wir machen zwei Runden. Es gibt noch eine zweite Runde. Einmal Steak und dann gibt es noch eine Überraschungsrunde, die sag ich danach. Klar, zeigen wir. Dann müsst ihr irgendwo auch noch einen Kassenbon. Ich schau einmal nur ganz kurz rein. Guck mal nach. Ja. Ich habe den Kassenbon auch noch mit von dem Laden. Da seht ihr Halal-Schlachter. Wir können nicht alle Produkte hier reinnehmen. Wir haben bestimmte Kunden. Klar, verstehe. Das geht, wa? Sieht gut aus, ne? Sieht mal, schöne Fleisch. Gute Fleisch, ne? Dann kriegt er von uns ein T-Shirt. Ich schicke dir gleich mit jemandem runter, damit du dich einmal umziehen kannst. Ja, sehr gut. Perfekt. Und dann machen wir das gleich, ja? Geil, geil. Und eins ist noch wichtig, ich werde beim Küchenprozess nicht dabei sein. Ich werde nicht sehen, wer was gegrillt hat. Also, okay. Ihr grillt das beide. Die Anrichtung vom Teller muss gleich sein. Machst du ein bisschen Reis drauf fürs Auge. Okay. Aber ich darf nicht wissen, wer was gemacht hat. Okay, richtig. Geil, dann sagst du Bescheid, wenn es losgeht, ne? Perfekt. Julian, komm mal her nochmal, mein Lieber. Also jetzt geht mir richtig der Stift, ich habe das Ding noch nie gesehen. Julian, sag mal, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, ich bin jetzt aufgeregt, aber ich werde mich einfach oberkörperfrei, habe ich mir überlegt. Oberkörper, das wäre wirklich was. Dann ist er sofort blind. Glaubst du, seit 35 Jahren macht der? Der macht seit 35 Jahren das auf dem Ding? Er arbeitet seit 10 Jahren auf dem Bau. Julian, mein Beileid. Ja. Also man muss wirklich sagen, Steak grillen ist, so doof das klingt, es ist eine Herausforderung. Und wenn ich diesen Grill, ich habe das noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung, was mich da gleich erwartet. Ich muss einfach nur wissen, wie die Hitze. Das ist jetzt komplett Nachgefühl, mehr kann ich nicht machen. Oh, jetzt zeigt sich, ob das wirklich Profis sind. Ich hab auch kein Thermometer, ich habe nichts dabei. Also ich kann... Ich sag dir das, Julian, es gibt einen Unterschied. Es gibt die Leute, die können bei YouTube was machen, das geil aussieht. Aber das Schmecken, das ist die andere Sache, weißt du? Ja. Du bist auch ein Arschloch, dass du in einem türkischen Dönerladen, ich meine gesagt, lässt du mich ein Steak zubereiten. Das ist so geil. Viel Spaß beim Grillen. Ich sag euch, ich bin selber so todesgespannt, wer gewinnt. Der Griller ist extrem selbstbewusst. Der macht das seit 35 Jahren. Die haben gleich gesagt, boah, wird kritische Nummer. Und ich bin wirklich, ich habe innerlich so gefühlt schon, geht mir das Herz auf Grundeis. Also ich bin sehr gespannt, wer das macht. Und für Julian halt hart, ne? Da unter den Bedingungen noch nie gegrillt. Der andere Mann macht das da Tag ein, Tag aus. Also es wird wirklich eine harte Nummer. Die kann ich nehmen? Ja, ja. Grillzange schon mal da. Wir machen ganz puristisch oder haben wir irgendwie noch... Nö, ne? Nur Salz. Nur Salz haben wir. Kann man auch Schwarz Pfeffer holen? Ja, gerne. Und Gewürze. Was brauchen Sie? Was nimmst du? Nur Salz Pfeffer? Nur Salz Pfeffer. Ich arbeite nur Salz Pfeffer. Nehmen wir so. Ja. Also für alle Menschen, die sich fürs Grillen interessieren, wir haben hier im Prinzip so eine Art Briketts. Ich denke mal, es ist Kokoskohle, oder? Kokoskohle? Ja. Wird extrem heiß, brennt sehr lange, kann man gut nutzen. Könnt ihr mal prüfen, Hand über das Feuer halten, wenn das nicht halten könnte, ist heiß genug. Also ich kann euch sagen, wenn ich hier stehe, meine Gesichtshälfte brennt gleich schon. Ne? Also es ist wirklich richtig heiß. Was ist deine Taktik? Was machst du jetzt? Taktik? Ich weiß nicht, was soll ich machen? Das weiß ich auch noch nicht. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, das stimmt. Möge das bessere Obst gewinnen. Ja, machen wir. Alles jetzt. Wir haben bis jetzt. Soll ich hier rauf denn? Ja, genau. Das glaube ich für später, wenn ich das richtig weiß. Okay. Ne? So, drei Teile. Weißt du, was das für ein Cut ist? Das ist Rinder. Entrecot. Ribeye Steak. Aha. Ja. Habe ich noch nicht gemacht. Ist kein Problem. Heidewitzka, das heißt, ich glaube, ich habe keine Augenbrauen mehr. Nee. Die Haare sind weg. Junge, das ist heiß ohne Ende hier. Jürgen, was ist deine Taktik? Einfach drauf.
Ich habe keine Taktik. Einfach drauf, ich würde es immer ja später. Ich muss noch mal gucken, dass ich die Hitze kontrolliere, aber es ist so heiß. Ich werde jetzt viel flippen. Ich flippe das Steak die ganze Zeit und hoffe, dass ich den richtigen Gargrad treffe. Wir haben kein Thermometer, ne? Wir machen ohne Thermometer, ne? Gibt's nicht. Ja, sehr gut. Ja. Chef, kannst du links, was für Bestellung habe ich hier? Ja. Ach so, Bestellung. Ja. So, gib's meine Geflügel bitte. Ich muss ein bisschen, ich muss auch mitarbeiten, ne? Geil, ich helfe dir. Das machen wir zusammen. Geht klar. Olle macht sich's immer leicht, weißt du, der sagt einfach mal nebenbei, könnt ihr mal schnell ein Steak grillen. Das sollte ja einfach sein, der hat doch gar keine Ahnung, der weiß doch gar nicht, was ich hier machen muss. Der sitzt dann Sie da gleich, doch ein bisschen Restaurant, ein bisschen ich lecker. Ich muss auch arbeiten da. Ich habe viele Bestellungen, meine Kunde ist immer... Du machst nebenbei noch wieder normale Arbeit. Ja. Das ist eine Maschine. Also ich habe bis vor 2 Stunden nicht gewusst, dass ich jetzt heute neben dir stehe und wir gemeinsam Steak grillen. Ja, ich auch nicht. Aber ich freue mich. Ja. Immer wenn ich jetzt in der Nähe bin, komme ich zu dir. Dann grillen wir zusammen. Oh, das sieht gut aus hier. Bei mir willkommen immer. Das ist kein Problem. Die Problematik ist, den Gargar zu treffen. Das ist wirklich das Problem. Also das Grillen an sich, sag ich mal, ist relativ easy. Aber mit dem Auge zu bestimmen, wie der Gargar sich im Steak verhält, das muss ich gleich mal prüfen. Vielleicht mit einem Drucktest oder so, weil ich habe ja kein Thermometer hier. Und das macht die Sache natürlich deutlich komplizierter. Aber durch das Flippen kriegt man es eigentlich ganz gut hin, dass eine schöne Kruste entsteht. Ja. Ich glaube, wir sind schon fast soweit. Aber mir fehlen die Röststoffe jetzt noch. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das Ganze mache. Guck mal, hier kann man schon ein bisschen was sehen. Ne? Kann man schon mal ein bisschen schielen. Kann noch ein bisschen, aber man vertut sich. So lange ist das nicht mehr. Hier, ich drehe mal deine Spieße. Wir machen das hier schön im Teamwork. Du bist da, ne? Ja. Wir machen das jetzt im Teamwork hier. Also was auf jeden Fall feststeht, Rare kriegen wir hin. Aber jetzt will ich auch noch selber mich challengen und Medium hinbekommen. Weil Rare ist noch einfacher. Das Problem ist, ich würde auch gerne die Fettkruste angrillen, aber guckt euch mal meinen Arm an. Ich habe alle Haare hier vorne drauf verloren. Ne, es geht nicht. Keine Chance. Was macht dein Steak so? Mein Steak geht. Jo. Du bist echt total tiefenentspannt, ne? Ja. Zeig mal deine Arme. Guck dir das an. Ja, deine ist heißer. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dieses Ribeye-Steak ist ja hier getrennt. Ne? Und der obere Teil hier, das nennt man Cap of Ribeye. Und hier ist es deutlich weicher, das Fleisch. Es ist sehr, sehr zart. Eigentlich das Schönste an dem Ribeye-Steak. Aber dadurch kann man den Gargrad auch nicht so gut einschätzen mit der Hand. Deswegen würde ich zu Hause immer mit einem Thermometer arbeiten, gerade bei der guten Fleischqualität. Aber, schwitzig eigentlich? Inshallah. Okay. Super, siehst du? So, wie sieht's aus bei dir? Ist fast fertig bei mir. Masson, wir check. Hier, Masson, wir check. Ja, so ist das. Okay, wunderbar. So, muss man mit Gewürz bringen, oder? Komm, wollen wir, ja. Ja, dann mach ich es auch, komm. Ein bisschen ist wichtig, weil Salz auch da den Geschmack hebt. Aber man sieht jetzt hier, Fleischschaft tritt aus. Das ist immer ein gutes Zeichen für, dass es auch auf jeden Fall essbar ist. Mehr als essbar. Ja, würde ich auf jeden Fall schicken. Oh, bin ich aufgeregt. Also großen Respekt, dass du hier wirklich so lange vorstehen kannst jeden Tag. Das ist echt krass. Dankeschön. Super, super heiß. Hier, was ist denn jetzt los? Moment, das brauche ich auch. Wie schön, fertig. Das gibt's ja nicht. Hier, dann kurz sagen, er hat's noch gesehen. Er macht noch Butter drüber. Ich mache erst mal. Wenn habe ich gewonnen, machen Sie ein Geschäft, ich komme zu Ihnen. Ja. Dankeschön. Also kannst ruhig beide schon nebeneinander stellen, ja?
krass. Ich zücke meine Waffen. Ich kann rein optisch noch gar nichts sehen. Die haben beide anscheinend Butter raufgehauen. Aber müsste ich jetzt die Optik bewerten, könnte ich nicht machen. Könnte ich definitiv nicht machen. Hier direkt mal bei. Bestellt war Medium. Das haben wir außerhalb der Kamera noch mal abgesprochen. Medium eher zur Not Rare als Medium. Heftiges Grillaroma. Das ist es, was du erwartest, wenn du in ein türkisches Restaurant gehst. Du hast die Grill-Vibes Deluxe. Jetzt kommt es auf viele Kleinigkeiten an. Da wir zwei gleiche Fleisch haben, müssen wir schauen. Auch Salzgehalt, ganz wichtig. Wer hat jetzt übertrieben, wer hat zu wenig? Es sind ganz viele kleine Faktoren, die wir hervorheben müssen, weil wir eben zwei identische Gerichte haben. Ich darf auch eins nicht vergessen, für die Qualität des Fleisches können die nichts. Wir haben gesehen, es war gutes Fleisch von der Optik, aber ob es zäh wird oder nicht, wenn man es brät, den Einfluss hat teilweise der Griller gar nicht mehr. Durch wie Schuhsohle. Das kannst du nicht gut essen, das Stück. Wir warten mal ab, wir müssen noch mehr. Ich weiß nicht, wer den gemacht hat, aber das, durch, das ist schön zart hier. Schön zart und siehst du auch von innen. Noch rosa. Das ist ein Traum, Leute. Aber hier hat irgendjemand Mist gebaut. Muss man ganz klar sagen. Hier ist noch Medium. Ja, die, die sich vielleicht gedacht haben, so, oh, ist ja langweilig, das ist ja das Gleiche. Wie soll denn ein unterschiedliches Ergebnis rauskommen? Hier seht ihr jetzt, komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Hier geht das auch wieder. Hier ist wieder vernünftig. Das kommt noch hier. Aber Grillgeschmack, der Rauchgeschmack vom Holz, deutlich mehr bei dem hier. Oha. Das kam noch einigermaßen. Also das eine Stück war ganz fatal, aber der Rest geht. Der Rest geht. Sieht man auch, das ist halt wieder Medium, aber es ist trotzdem eine klasse Unterschied. Zur Bewertung. Wir dürfen den einen Biss nicht außer Acht lassen, Leute. Auch wenn der Rest vernünftig war, der hier war für mich ultra stark, auch vom Rauchgeschmack deutlich stärker. Kriegt für mich 8,4 Punkte zu 5,5. Oh, oh, scheiße, ey. Jürgen, du hast verkackt, ne? Meister hat gemacht. Das war von dir? Oh, da hätte ich nicht mitgerechnet. Da, ja, ja. Oh. Ja, auch. Mega stark, ja. Mega stark. Aber wir haben eine zweite Runde. Wir haben noch eine, ja. Wir haben noch eine zweite Runde. Ihr könnt auch den Griller wechseln zur Not, wenn ihr wollt. Nee, ne? Ist schön. Es kann immer passieren, wie gesagt, Leute, pass auf, das Fleisch ist ein anderes. Da kann was falsch geschnitten worden sein, da ist nicht kein Problem. Ne? Wir machen eine Burgerrunde. Eine Runde, wir haben Burger Buns mitgebracht, wir haben Hack mitgebracht. Ihr formt mit etwas Gewürzen, etwas Hack, formt ihren Burger. Ihr habt ja bestimmt auch Käse zur Not noch da. Machen wir. Muss aber nicht. Ich bin völlig fertig. Ja? ich hab so gezittert eben, ich denke so, oh nee, jetzt komm schon. Oha. Aber pass auf, als du angeschnitten hast, habe ich im Messer schon die rote Spiegelung gesehen. Denke so, ah. Da warst du froh, ne? Ja. Ja. Wer hätte das gedacht, Leute, Mann? Also da mit so einem krassen Unter... Ich hab's ja auch gerne, dass das ganz dicht beieinander ist, weil der Spannungsbogen größer ist. Aber schaltet nicht ab. Genauso wie hier jetzt einer versagt haben kann, kann es nächste Runde auch sein. Na, guck den Shit bis zum Ende an. Was machst du jetzt? Ein Burger. Ich forme eine Kugel. Ich werde hier leider keinen Smash-Burger machen können. Das heißt, ich mache erstmal eine normale Kugel. Und dann drücke ich mir das an. Und bei der hohen Hitze, die wir hier haben, wird das Fleisch sich sehr stark zusammenziehen. Das bedeutet, ich werde es ein bisschen größer formen, damit später auf unser Brötchen besser drauf passt. Aber ich würze es auch nicht. Das mache ich alles später. Dann kann nichts verbrennen von den Gewürzen. Gucken wir mal. Fleisch ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Qualität.
Ein bisschen gewürzig, ja. Vielleicht eigentlich ohne Gewürz schmeckt nicht. Okay. Ja. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Geschmack genommen hier. Einfach draufgelegt, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich habe die Hoffnung, dass es ein bisschen Geschmack aufnimmt. Drinnen muss er durch sein oder auch Medium? Nee, der kann durch sein, denke ich. Weiß ich nicht, aber ich denke, durch ist okay. Ja. Ich glaube, da geht alles. Pass auf, ich mache jetzt einfach Risiko. Das wird eh nicht funktionieren, was ich jetzt hier mache, aber... Kein Problem. Bisschen Risiko. Was machst du jetzt? Ich hoffe, dass er ein bisschen Schmelz bekommt, weil ich kann ihn ja nicht drehen. Und dann werde ich ihn mir runterpulen und dann neu konstruieren. So der Plan. Warte, ich habe noch nicht. Ja, ich glaube, das reicht. Danke dir. Darf ich mal? Ja. Haben wir noch mal eine Chance, dass ein bisschen schmilzt? Und jetzt back auf, jetzt zack. Oh, ich glaube, es gab's verkackt. War jetzt ein bisschen improvisiert, aber ich hoffe, damit kriegen wir es. So leicht nussiges Aroma von dem Salat. So, Tomate, ich bin kein Fan von Tomate, deswegen glaube ich, lasse ich die weg. Fertig. Du bist fertig? Ja, ja. Geil. Aber, Meister. Hat Spaß gemacht, Mann. Oha, schön mit Rucola. Eieiei. Sehr schön. Oha, wer wovon wir eben ist, das ist wild. Puh, dann können wir loslegen, ne? Okay, Leute, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also haben wir einen relativ basic belegt und einen halt nochmal gepimpt mit Rucola und deutlich mehr Käse auch drauf. Gleich vom Anfassen, dicker Unterschied, sage ich euch. Der hier ist klobiger, der hier ist weicher, softer und sogar noch wärmer. Recht basic, hat sogar noch dieses Imbiss-Feeling vom Fleisch. Fleisch relativ wenig Gewürz, kaum Salz drauf. Ich hätte beinahe gesagt durch die Soße, aber so einen ganz kleinen Touch von türkischer Grill. Deutlich mehr Grillgeschmack wieder. Ein geiler Salzgehalt. Unabhängig, dass es jetzt ein Test ist, wo Leute grillen, die man unter Umständen auch kennt. Was ist unter Umständen, aber eine Person kenne ich ja nun mal. Einzigartiges Feeling von der Soße. So gefühlt eine ganz dezent, leicht scharfe Soße, aber mit einem geilen, prickelnden, intensiven Salzkick. Was so erinnert ein bisschen an eine scharfe Soße, aber die Schärfe kommt nicht richtig rein. Aber es ist einfach maximal intensiv und passend zu diesem Grillfeeling. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Jetzt kommt der Burger ein bisschen. Erster Biss war wirklich etwas ernüchternd, zu wenig Salz. Also es ist wieder ein Klassenunterschied, Leute. Es ist ein Klassenunterschied tatsächlich bei den Burgern. Ich mache jetzt kurz und knackig. Und ich nehme auch kein Blatt vom Mund.
Das ist ein Burger, den könntest du im Imbissladen gut anbieten. Das ist einer, den kannst du überall anbieten. Jeder türkische Grill könnte stolz sein auf diesen Burger. Da hätte ich eine 8,3 gegeben, eine 8,4 sogar. Hier eher Imbiss-Style 6,3. Oh. Der pumpt richtig. Du siehst das Adrenalin bei mir und der pumpt richtig. Wer hat diesen Burger gemacht? Der Meister hat gemacht. Du hast gemacht. Stark, wie. Unglaublich. Ihr habt euch die härtesten Gegner ausgesucht. Die Jungs machen das auch beruflich. Ey, aber ganz großen Respekt vor dir, wirklich. Ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, du hast richtig geil. Das ja, ist einfach geil. Ja, ist heiß Grill, das. Ja, ist zu warm. Ne? Ja. Und also der ist wirklich heiß, der Grill, das ja. Kann man sein. Ich bin ein bisschen gewöhnt. Man muss auch dazu, man muss auch dazu sagen, die Jungs grillen sonst nicht Medium. Wir machen alles durch normalerweise, das merkst du vom Style her. Die haben ihre Spezialität. Also wenn ihr jetzt Adaner gegeneinander grillt, oh ja. Ich glaube, dann würdest du komplett abkacken. Ja, ich auch. Ja, ne? Das war wirklich nochmal eine ganz andere Kunst für sich. Das ist ja. Eigentlich bei Kunden ist wichtig. Mhm. Wenn Kunde will, das trocken haben, durchgebraten, du musst bei uns viele Leute, 90% wollen durchgegrillt haben. Ja. Ja. Wenn hast du nicht durchgegrillt, dann hast du Probleme. Ja. Ja. Glaube ich. Glaube ich. Ja, das deswegen, ist so. Ich ja, wir sind meistens immer durchgegrillt. Nächstes Mal. Das hat Problem. Sehr viel Spaß gemacht mit dir, wirklich. Ja, geil. Wirklich. Also das ist sehr schön. Danke fürs Dabeisein auf jeden Fall auch an dich. Danke. Also an die Zuschauer nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch eine Runde mit den Sizzle Buzzers wollt, woanders, anderer Gegner, schreibt es in die Kommentare. Props gehen raus an die Sizzlers. Und hat Bock gemacht, Mann. Ja, in dem Sinne, lasst gerne den Daumen oben scheppern für das Format. Sehr geil gewesen, wie ich finde. Und ja, bis zum nächsten Mal.